Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. So Leute, und jetzt denke ich, werde mir mit dem Schreiber hierher kommen, bringen. Okay, na. Ey Leute, Nacht. Hey Leute, wir lassen nur nachts schlafen und außerhalb arbeiten. Und da ist es vielleicht ein Vorteil, Leute. Vielleicht ruht er sich außerhalb aus. Und das wäre natürlich gut, Leute. Wow. Leib. Okay, dann versuch mal ihn zu. Sorry. Wow. Wow. Müsst ihr mir denn überall hin folgen? Strikter Befehl vom Feldherrn. Wir weichen euch. Der Schreiber selbst. Betrunken und weltvergessen. Wir müssen das Korn horten. Diese Priester machen alles kaputt. Da! Da bist du ja! So, erledigen wir. Bald wieder zu sich kommen. Ich bringe ihn besser schnell zu Theodorus. Oh Mann, ist ein. Super, Alter. Mann, hallo. Alter, was ist denn jetzt los? Ach, geht doch, Alter. Guck Leute, was doch gut, die Nachtmission zu machen, Leute. War glaube ich das Beste, ihn nachts das zu machen, Leute. Somit haben wir ihn leicht gekriegt, als wenn er arbeitet, Leute. Ja. So, das war doch eine gute
Idee, Leute, doch nachts zu machen, weil tagsüber arbeite, so ist dann mehr los und dann ist auch nicht so gut, wenn so viel los ist, dann durch Probleme und alles mögliche. Mann! Kommt der ganze Rauch her! Alter, ist aber gut besoffen, Leute, unser Freund. Er ist gut besoffen. Das ist er! Gut gemacht! Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknopayo in Position. Begib dich zu ihnen und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Okay. Ein Schreiber, der sich gut in Karanis auskennt. Geratos, wo ist er? Okay, Alter, die ist da hinten. Okay, Leute, dann die Fassade machen wir die mit. Machen wir erst die anderen Missionen weiter, Leute. Verkauf uns nicht für dumm. Bitte, hört auf. Dann rede. Wir brechen deine Finger. Nein, die Handgelenke. Nein, nicht. Wo ist der Erdfass? Die Fassade, Leute, weil die Missionen sind vorne dran. Und dann machen wir die Missionen vorher und dann können wir... Vielleicht dann die Allianz mit der Rebellenallianz dann. Oder machen wir die gleich, Leute. Oder reißen wir echt dann über zu. Das ist aber ziemlich weit hinüber. Ja, Rebellenangriff machen wir, denke ich, erst später, Leute. Wir haben die Allianz haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt, jetzt werden wir den Tempel dort, den Tempel G wieder. Und den Mord. Klären, weil dann. Ne? Oh Mann, sind das hier viele Missionen, die man in der Nähe immer hat? Ja, das ist halt immer. Und dann hoffen wir mal, dass wir bald mal auf zu unserem Krokodil kommen, Leute. Bleibt zurück! Das geht keinen von euch etwas an. Macht weiter mit, was immer ihr getan habt. Schon wie? Bist du der Phylakitai? Ja, bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih, aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Okay, Leute, dann ziehen wir mal wieder einen Mordfall, Leute. Machen wir wieder Mordfälle. Zeitpunkt ist sehr ungelegen. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das. Macht mir viel Druck, das aufzuklären. Aber bitte, nimm... Es ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue.
Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment, da oben ist noch etwas. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wajet-Maske platziert. Wajet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen? Bei Amun. Das ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philaketai sollte wissen, wo er ist. Philaketai, ich habe Ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Der Ermordete und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann beeil dich, Mondes. Wir kriegen diese Halunken und beenden das. Hey, Wajet, akzeptiere das Blut dieses Kämpfers. Ich töte dich. Alter, ich werde immer mehr große. Erledigt. Die hatten vor, mich zu opfern. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Genau. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Und? Hey, mal du, wieder eine Mission. Alter, wie viele Missionen? Alter, wie viele Missionen wir wieder hier haben?
Ich sah dich beim Philaki-Teil von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht? Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaki-Teil. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Diva. Na, die Sache geh mal von oben runter. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Sch, wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein, doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Einige Menschen können nicht pfeifen. Ich sollte mich hier... Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Alter, sind die Ziele hier sind echt gute Leute drin, muss ich mal sagen. Alter. Ort beendet. Alter, das ist immer gut, wenn wir hier ein bisschen was beendet haben, Leute. Bei Amun. Was ist hier geschehen? Der Krok, das Krokodil darf nicht... Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad... Geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Alle. Immer Leute, wir haben hier wieder was vom Krokodil, Leute. Ach, wenn wir nur Nebenmissionen machen. Wir haben was vom Krokodil. Wir erleben immer was vom Krokodil, Leute. Das ist immer... Wir erleben immer was vom Krokodil, Leute. Ach, wenn wir hier in den Gebieten sind, Leute.
mehr Leben, alles. Ja, das ist wirklich ein normal. Schauen wir mal, was weiter passiert, Leute. Der Metzger. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Sobek muss in der Nähe sein. Okay, dann gehen wir mal, gucken wir mal. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, da ist er. Sie hat eine Gravur von Sognopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Okay, Leute, Anna. Oh Mann, sind das immer Missionen hier. Alter, was für Missionen hier, Leute. Ja, ja, es sind richtig schöne Missionen, aber auch viele Missionen, die man machen müssen. Aber Leute, ich würde echt sagen, die Mission machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Wow. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Ja. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.